Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch mal wieder ein ganz neu eröffnetes Musterhaus. Und zwar ein Fertighaus mit Einliegerwohnung oder Büroanbau. Das neue Musterhaus von Streif im Fertighauscenter Mannheim ist dabei modular konzipiert, sodass es je nach Bedarf kleiner, größer, mit oder ohne Anbauelemente realisiert werden kann. Hier im Musterhaus ist die größte Variante mit über 230 Quadratmetern Wohnfläche gezeigt. Und wie das alles aussieht und was es für Optionen gibt, das schauen wir uns heute zusammen an. Ich habe euch ja schon gesagt, es ist ein variables, modular aufgebautes Haus und wir sehen den Hauptbaukörper. Das ist in so einem abgetönten Weiß, zweigeschossig mit Flachdach. Im Erdgeschoss gibt es auch eine Geschosserhöhung auf lichte Höhe 2,74 Meter. Deshalb ist der Kubus insgesamt etwas höher. Und wir sehen schon, es gibt so beige abgesetzte Anbauelemente, die die jeweiligen Erweiterungen bilden. Wie das im Grundriss aussieht, erkläre ich euch dann drinnen. Wir haben jetzt hier von der Farbgestaltung her schon mal vielleicht was ganz Besonderes. Nicht das übliche Anthrazit, sondern wirklich die Fenster, die Fallrohre, die Dachkanten in einem Rallfarbton Black Ultramatt. Das ist, glaube ich, 9011. Und ihr seht schon, es wurde hier auf hochwertige Ausstattung geachtet. Wir haben diese eckigen Fallrohre, pulverbeschichtetes Alu. Das ist sehr, sehr edel und matt, ultramatt. Das ist auch wirklich sehr, sehr teuer. Könnt ihr euch aber natürlich hier mal anschauen und euch überlegen, ob ihr das machen wollt. Wir haben hier bei den Fenstern ein Kunststofffenster drin mit drei Scheibenverglasung standardmäßig. Die sind innen weiß, dann verschmilzen sie ganz gut mit der Wand und außen eben auch in diesem ultramatten schwarzen Farbton. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir schon, das Haus ist noch nicht eröffnet zum Zeitpunkt unseres Drehs. Hier ist der Platz für die Wallbox, wo man das Elektroauto tanken kann. Auf das Dach kommt noch eine aufgeständerte Photovoltaikanlage. Auch die ist jetzt noch nicht drauf. Aber es ist alles schon vorgerüstet. Das heißt, die entsprechende Verkabelung ist schon vorhanden und es kann hier angeschlossen werden. Das Haus ist auch zugelassen oder ist schon mal angemeldet für eine Nachhaltigkeitszertifizierung beim BIRN für diese Förderung mit dem NH-Zusatz. Also auch das hat man schon mitgedacht beim Hersteller. Und was auch schon mitgedacht wurde, ist hier der geschützte Eingangsbereich. Auch so ein Alu-Konstruktion, pulverbeschichtet schwarz, so dieses L-Element, was eben einen geschützten Eingangsbereich mit integrierter Beleuchtung bietet. Die Tür hinter mir ist aus Holz, auch hier schwarz mit diesen Alu-Einlässen. Es ist eine Hochsicherheitstür, sage ich mal, mit so einer neunfach Elektroverriegelung. Und hier nebenan, das finde ich ganz schön, ein relativ breites Sichtelement, das schon von innen so teilmattiert ist. Also wenn man schnell vorbeigeht, kann man da nicht reingucken, aber man hat eben trotzdem von innen die Möglichkeit noch zu sehen, wer oder was steht da eigentlich vor der Haustür. Hinter der Putzfassade haben wir eine hochgedämmte Holzverbundkonstruktion, die auch im Werk vorgefertigt wird. Wir sehen schon, die Lamellenjalousien verschwinden hinter der Putzfassade, sind geführt in der Fensterleibung. Im Obergeschoss haben wir auch die Ganzglasbrüstung bei den bodentiefen Fenstern in der Fensterleibung geführt. Das zeige ich euch dann oben. Und was man hier auch sehen kann, ist die Zuluft für die Luft-Luft-Wärmepumpe. Zur Haustechnik sage ich euch natürlich drin noch was. Und wie diese 232 Quadratmeter Wohnfläche hier im Musterhaus aufgeteilt sind, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Die
Diele hat 8,4 Quadratmeter und ist sehr, sehr offen gestaltet. Der Grundriss ist so angelegt, dass man auch eine abgeschlossene Diele machen könnte. Das zeige ich euch gleich. Aber was direkt ins Auge fällt, ist die Geschosserhöhung. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe von 2,74 Meter statt 2,50 Meter. Und diese 24 cm machen echt enorm viel aus. Auch die lange Sichtachse nach draußen ist natürlich ganz, ganz schön. Und was ich euch auch zeigen möchte, diese teilsatinierte Scheibe hier, das ist eine ganz schlaue Sache. Das ist nämlich die mittlere der drei Scheiben, die da schon so eine Teilsatinierung hat. Das heißt, ihr habt da auch mit dem Kutzen kein Problem, wenn ihr da was draufklebt. Hinterher ist immer blöd. Und durch diese Streifen hat man eigentlich draußen, wenn man vorbeigeht, für den schnellen Blick keinen Einblick, aber von drinnen kann man eben sehen, wer da vor der Tür steht. Ganz wichtig ist natürlich immer eine Garderobe und da gibt es in diesem Musterhaus hier seitlich einen extra Raum, der 4 Quadratmeter groß ist, was schon mal sehr schön ist. Da passt nämlich wirklich was rein. Hier ist auch schon die Nische vorgesehen, die mehr als 60 cm tief ist. Hier könnte man also einen kompletten Einbauschrank reinmachen. Dann müsstet ihr natürlich gucken, dass ihr bei der Elektrobemusterung die Schalter so platziert, dass euch das mit dem Schrank dann auch wirklich passt. Hier ist jetzt die Rollladensteuerung. In der Ankleide bräuchte man da vielleicht gar keine Jalousie, könnte man sich das schon sparen. Hier gegenüber gibt es jetzt ein Beraterbüro und das ist schon der erste Punkt. Dieser Musterhausgrundriss ist etwas anders als der vorgeplante Grundriss für ein Kundenhaus. Das ist natürlich flexibel handhabbar. Hier haben wir jetzt mal 10 Quadratmeter Büro. Das könnte auch ein Gästezimmer sein, weil es schräg gegenüber ein Bad gibt, das ich euch auch zeige. Und diese 10 Quadratmeter reichen auch ganz gut für ein Büro-Gästezimmer-Kombi. Und außerdem ist es schlau, wenn das dem Wohngeschehen so komplett vorgelagert ist. In dem Grundriss, der im Katalog drin ist, haben wir hier den Haustechnikraum. Insofern sage ich euch das jetzt noch an ein paar anderen Stellen. Und hier haben wir gleich das eben erwähnte Gäste-WC. Was ich sehr schön finde, die Türen sind hier im Erdgeschoss gleich schon verbreitert. Das heißt, wir haben hier eine lichte Durchgangsbreite von 96 cm. Das ist also schon auf jeden Fall barrierearm und hier sind auch die Standardtüren drin und die Standardausstattung des Herstellers wird hier mal gezeigt, was Fliesen und Sanitärobjekte angeht. Das finde ich ganz gut, weil dann kann man mal gucken, ob man damit klarkommt. Wir haben hier eine Dusche, die wäre dann natürlich praktischerweise größer, wenn man hier später barrierefrei agieren will. Aber auf dem Boden haben wir ein schönes Feinsteinzeug, Standard 60x60, an der Wand 30x60. Und hinter mir sieht man eben jetzt mal das Fenster, das auch gleich schon satiniert ist, was an der Stelle sinnvoll ist. Die Fenster sind ja jetzt zweifarbig foliert, außen schwarz, innen weiß. Das wäre kein Standard. Standard wären komplett weiße Fenster. Und ich habe mal gefragt, was da so ungefähr der Aufpreis ist für diese zweifarbige Geschichte. Das wären dann etwa 2.500 bis 3.000 Euro fürs ganze Haus. Das ist also kein Riesenposten. Das kann man sich wirklich überlegen. Was man hier jetzt auch schon sieht, die Breite der Türen ist angepasst, was auch sinnvoll ist. Die Höhe ist hier die Standardhöhe und zwar sowohl bei den Innentüren als auch hinten bei den bodentiefen Fensterelementen. Wenn ihr eine Geschosserhöhung macht, ich empfehle es ja immer auch gleich, die Türen und Fenster zu erhöhen. Ich finde es aber ganz schön, dass man hier mal es gelassen hat und dass man einfach mal sieht, wie es wirkt. Wenn es nicht gemacht wird, dann hat man eben oben einen viel höheren Sturz. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier ums Eck die Küche an. Der Wohn-Ess-Koch-Bereich insgesamt hat rund 59 Quadratmeter Wohnfläche. Alleine jetzt dieser Kochbereich hinter mir sind rund 20 Quadratmeter. Hier wurde jetzt die Wandscheibe schon vorgezogen, dass man eben hier die Küchenzeile einbauen kann und hier die Seiten verschwinden. Aus meiner Sicht hätte man die Wand auf der anderen Seite dann auch so weit vorziehen können. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber auch da hätte man ja so eine Wandnische vielleicht ganz gut gebrauchen können. Hier ist jetzt eine Küchenzeile eingebaut, auch in matt-schwarz. Hier ist es eben so, dass die jetzt natürlich auch hätte geschosshoch eingebaut werden können, aber wenn ihr diese Geschosserhöhung habt, da oben kommt ihr sowieso nicht dran. Klar, kann man natürlich so machen. Ich finde, mit so einem schwarzen Passepartout drumherum ist es auch
Sehr schön. Hier haben wir wieder den Backofen in Bedienhöhe und natürlich die klassische Nische hier ausgekleidet in Eiche-Dekor. Das heißt, man hat hier oben nochmal Stauraum, hier auch schon die Beleuchtung gleich vorgesehen, genug Steckdosen drin. Was man gerade ganz viel sieht, sind ja diese dunklen Waschbecken. Macht hier an der Stelle auch wirklich Sinn, weil es gut ins Gesamtkonzept passt. Und das ist auch immer eine schöne Sache, wenn diese Nische komplett im gleichen Holz ausgekleidet ist, beziehungsweise Holzdekor. Auf dem Boden haben wir hier einen Vinylboden, auch in Wildeiche-Optik. Das ist eine sehr pflegeleichte Geschichte. Ist natürlich immer so, dass man diese verschiedenen Dekore, wenn man sie dann genau aufeinander abgestimmt haben will, das ein bisschen tricky ist. Aber in dieser Küche hat man wirklich auch sehr, sehr viel Platz, was ich schön finde. Hier ist die Kaffeemaschine. Und hier unten nochmal so ein Dampfgarer, hier wäre dann der Kühlschrank daneben. Die Durchgangsbreite hier ist 1,20 Meter, hier ist also wirklich viel Platz. Und dieser freistehende Küchentresen hat jetzt Abmessungen von 1 Meter mal 2,40 Meter. Ganz klassisch hier das Kochfeld mit Abzug nach unten und Blick nach draußen durch diese Festverglasung, sehr schön. Hat auch schon jemand an die Beleuchtung darüber gedacht, auch matt-schwarz. Und da kann ich euch ganz kurz was zur Elektroplanung sagen. Die macht man ja bei so einer Fertighausplanung oft schon sehr früh. Und da kann man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen und sich überlegen, wie sollen denn nachher die Möbel stehen. Hier hat man jetzt 3 Hängeleuchten, es waren aber 5 Lichtauslässe vorgesehen. Man könnte also diesen Tresen hier auch vom Platz gut noch wesentlich länger machen. Und dann da 5 Leuchten drüber hängen. Und gerade dieses Leuchtenthema will ich euch auch hier nochmal zeigen. Ja, also wenn man das dann hinkriegt, dass diese Leuchten dann da auch in einer Flucht laufen, das wäre natürlich wahnsinnig schön. Wir haben hier an der Decke auch noch die Luftzulässe und die Abluft von der Lüftungsheizung, also kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Mit Feuchtesensor, mit Luftqualitätsmessung, also auch Filtern drin. Das ist die Premium-Ausstattung. Und hier in der Küche sehen wir schon, die Abluft ist natürlich, sitzt hier. Die sieht ein bisschen anders aus als die Zuluft. Aber da habt ihr eben relativ viel in der Decke drin. Natürlich auch noch die Rauchmelder. Und da macht es schon Sinn, sich so ein bisschen zu überlegen, was fluchtet wie. Das ist einfach schön. Hier kann man jetzt komplett drum rumlaufen. Hier haben wir noch eine Durchgangsbreite von 90 cm, was da völlig ausreicht. Großes Fensterelement mit 90 cm hoher Brüstung, was hier viel, viel Licht reinbringt. Und hier kommt jetzt das in Anführungsstrichen Sitzfenster, das auf die günstigste und praktischste Art hier umgesetzt worden ist. Also wir haben hier einfach eine Festverglasung in der Außenwand. Das ist jetzt hier 1,55 mal 2,08 Meter. Und vom Küchenbauer dann eben hier gleich nochmal ein ganz, ganz tiefer Stauraum. Und dann hier unten das weitergezogen. Also auch hier sind nochmal große Schubladen, wo man viel unterbringen kann. Tischdecken, Kissen, Deko, alles Kuscheldecken. Hier ist nochmal Stauraum auf der anderen Seite von diesem Küchentresen, was sehr schön ist. Und diese Sitzfläche ist jetzt wirklich 75 cm tief, weil eben hier auch noch mal der 60 cm Schrank drin ist. Hier kann man natürlich verschatten, hier kann man so eine Lamellenjalousie runterlassen. Im Haus ist auch so eine Smart Home Steuerung drin, Kabel- und Funk basiert, die auch erweiterbar ist. Und da kann man jetzt eben Lamellenjalousie runterfahren lassen, wenn da zu viel Sonne reinkommt. Außerdem ist auch noch die Beleuchtung mit eingebunden. Jetzt schauen wir mal weiter in den Essbereich. Wie gesagt, der 37 Quadratmeter große Wohn-Essbereich schließt ganz offen an. Und dann ist es natürlich immer sinnvoll, noch eine Art Nebenküche zu haben. Die haben wir tatsächlich hier. Ich mache die Tür jetzt nicht auf, weil da das ganze Mobiliar für die Eröffnungsfeier drin steht. Aber der Raum ist mit 6,5 Quadratmetern recht geräumig. Da kriegt man wirklich was unter. Kleiner Spartipp von mir, da ist hinten so ein ganz schmales Fenster drin. Ihr habt es von außen gesehen. Das hat sogar noch mal eine Jalousie. Das sind einfach Kosten und es erschwert die Möblierbarkeit. Also ich würde euch empfehlen, für den Raum eine schmalere Tür zu nehmen. Vielleicht, wenn es ein reiner Abstellraum ist, das Fenster wegzulassen. Dann bekommt ihr nämlich auch rechts und links einfach die entsprechende Tiefe für einen richtig breiten Schrank und könnt es noch besser nutzen.
Hier haben wir jetzt den Essplatz, der wunderschön unter dieser offenen Galerie steht. Wir haben jetzt hier einen Luftraum, der hat etwa 2 x 2,50 m von den Abmessungen, also etwa 4 m². Und durch diese große Panoramaverglasung kommt hier Licht von oben rein. Es ist wahnsinnig schön, um hier zu sitzen. Natürlich hebt ihr damit die akustische Trennung zwischen den Geschossen auf und oben könnte man den Raum auch nutzen. Aber man sieht hier, was das eigentlich an Großzügigkeit bringt. Hier gibt es jetzt die große Hebeschiebetür, den Anschluss an die Terrasse. Die hat jetzt etwa 3,05 Meter Breite. Man kommt hier wirklich fast schwellenfrei raus. Auch das ist natürlich eine aufpreispflichtige Geschichte. Diese flache Komfortschwelle bietet sich aber absolut an. Die Terrasse, die jetzt hier gepflastert ist, sind etwa 14,7 m² durch diesen Wandvorsprung hier von 1,25 m, also die Wohnzimmernische, ist das Ganze auch schon so ein bisschen wind- und sichtgeschützt. Dazu sage ich euch gleich noch was. Und hier kann man jetzt eben auch mal sehen, dass eben diese Türen die Standardhöhe von 2,10 m haben und nicht erhöht worden sind. Wenn ihr das erhöhen wollt fürs Erdgeschoss, ich hatte mal gefragt, das sind auch nochmal 7.000 bis 8.000 Euro Aufpreis, ist halt nochmal eine ganz schöne Stange. Aber diese hohen Fenster hat man natürlich ein Leben lang im Haus, das würde ich mir wirklich überlegen. Jetzt stehen wir hier auch schon im Wohnbereich. Wie gesagt, der verspringt hier nochmal etwa 1,25 Meter nach außen. Auch hier haben wir die Panoramaverglasung. Und ich sage ja immer, wenn ihr da ein Sofa davor stellen wollt, müsst ihr euch echt überlegen, ob er da nicht mit Brüstung agiert. Auch hier gibt es nochmal eine Hebeschiebetür auf diese kleine zweite Terrasse, was natürlich schön ist, aber auch die Möblierbarkeit hier nicht unbedingt erleichtert. Und wenn ihr da wirklich eine separate Einliegerwohnung und nicht euren eigenen Bürotrakt angebaut habt, ist die Frage, ob man die Terrasse nicht der Einliegerwohnung zuordnet und aus Sichtschutzgründen dann hier einfach zumacht. Was ich euch jetzt alles erzählt habe, gilt tatsächlich aber für diese Musterhaus-Variante, denn der Plangrundriss sieht ein bisschen anders aus. Da ist nämlich hier die Küche drin und hier natürlich kein Durchgang zur Einliegerwohnung. Das macht an der Stelle ja dann auch keinen Sinn, sondern da gibt es einen separaten Zugang. Wir schauen uns jetzt diesen Anbautrakt trotzdem mal an. Normalerweise wäre hier die Küche möbliert und dann wäre von hier auch der Zugang zum Haustechnikraum, der jetzt in diesem Fall hier um die Ecke liegt. Das wäre jetzt die Außenwand, wenn dieser Anbaukubus hier nicht angeschlossen wäre. Und wir schauen jetzt tatsächlich erstmal hier in den kleinen Technikraum. Das heißt, so klein ist er gar nicht. Er hat ungefähr 8 m². Wir sehen schon, es gibt diese Lüftungsheizung, Luft-Luft-Wärmepumpe, die hängt an der Wand. Darunter ist also noch Platz für Waschmaschine und Trockner. Ihr seht hier oben auch schon, dass es wirklich eine Einzelräumsteuerung ist. Es werden alle Räume einzeln angefahren, können auch einzeln temperiert werden. Hier ist auch noch Platz für Warmwasserwärmepumpe und Warmwasserspeicher bzw. für Batterie und Wechselrichter, wenn dann die Photovoltaik auf dem Dach ist. Dieser Bereich ist jetzt der Flur der Einliegerwohnung und im Normalgrundriss, wenn also jetzt nicht der Zugang vom Wohnbereich ist, wäre hier das Schlafzimmer. Hinter mir ist ein kleines WC, das hat jetzt hier 2,7 m², ist natürlich sinnvoll, wenn man das Ganze als Arbeitsbereich nutzen will, dass man nochmal eine kleine Toilette hier hat, auch mit einem Fenster, das dann gleich eine Milchglasscheibe hat, weil es eben nach vorne zur Straßenseite geht. Und hier ist jetzt nochmal ein Beraterbüro, das sind 10 m². Hier wäre jetzt der Dielenbereich von der Einliegerwohnung und dann da das Duschbad. Ich versuche auf jeden Fall, euch diese ganzen Grundrissvarianten in unserer Hausdatenbank zu verlinken. Am Ende weise ich euch nochmal auf den Link in der Description hin, sodass ihr euch das genauer vorstellen könnt. Hier ist jetzt ein etwa 18 m² großer Raum, der noch gar nicht eingerichtet ist. Es wird im Musterhaus ein Besprechungszimmer. Das wäre jetzt der Bereich, wo dann die Küchenzeile für den Einlieger hinkäme und eben der Ess- und Wohnbereich. Wie gesagt, für diesen Erdgeschossgrundriss gibt es schon mal 4 Größenvarianten und diese Einliegerwohnung hätte etwa 40 m² Wohnfläche. Jetzt schauen wir mal nach oben. Auch da gibt es natürlich Grundrissvariantenmöglichkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es alles sehr ähnlich.
Hier haben wir jetzt eine sehr schöne offene Treppe, gerade einläufig mit einer Stahlwange, so einem eingespannten Glasgeländer, massiven Eichestufen, was natürlich sehr schön ist. Ich sage ja immer, eine gerade Treppe bietet sich auch an in geschlossener Ausführung. Dann hat man hier Stauraum drunter, bringt da auch noch mal was unter, wenn man jetzt auf Bodenplatte ohne Keller baut. Und man hätte natürlich auch dieses Sichtproblem vom Eingangsbereich auf den Essplatz nicht, falls einen das stört. Aber jetzt schauen wir erstmal nach oben. Die Galerie hat jetzt 11,7 Quadratmeter. Hier oben haben wir normale Raumhöhe von 2,50 Meter, was aber auch für die Schlafräume und Kinderzimmer eigentlich ganz schön und völlig ausreichend ist. Und dieser Bereich ist natürlich jetzt wirklich lichtdurchflutet. Hier haben wir jetzt die etwa 4 Quadratmeter oder 4,5 Quadratmeter Luftraum. Wenn ihr das durchziehen würdet, könntet ihr natürlich auch eine Spiel- oder Leseecke hier oben unterbringen. Was das natürlich an Atmosphäre für den Esstisch bringt, haben wir ja eben gesehen. Sinnvoll ist natürlich dann, wenn man das hier oben so transparent macht, auch dieses eingespannte Ganzglasgeländer. Auch das ist natürlich wahnsinnig teuer, lohnt sich an der Stelle aber wirklich. Hier auf der Seite liegen jetzt zwei Kinderzimmer. Da wäre Platz für zwei sehr große, fast 20 Quadratmeter große Zimmer. Man hat sich aber hier für eine ganz interessante andere Lösung entschieden. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das erste Kinderzimmer hat jetzt hier noch ungefähr 17,5 Quadratmeter. Man sieht schon, es gibt Fenster über Eck, was ich immer sehr, sehr schön finde, wenn so ein Zimmer von zwei Seiten Licht bekommt. Natürlich wäre hier auch eine Option, da ist ja das Flachdach, einen Zugang zum Balkon, zu einer Dachterrasse zu machen. Das gibt es auf der anderen Seite auch. Aber auch das sind natürlich Wahnsinnszusatzkosten. Ihr braucht einen anderen Dach aufbauen, Boden aufbauen, Geländer, das an der Attika befestigt ist. Also da müsst ihr euch immer überlegen, ob Kosten und Nutzen wirklich im Verhältnis stehen. Hier ist es jetzt ganz gut gemacht mit dieser 90 cm hohen Brüstung. Da kann man später sehr guten Schreibtisch hinstellen. Folgerichtig sind hier drunter auch schon mal gleich so eine Viererbatterie, Steckdosen und entsprechende Anschlüsse für Fernsehen und Internet. Das ist also wirklich sinnvoll, das dann auch an der Stelle vorzusehen, wo man nachher den Schreibtisch hinstellen will. Und hier gibt es jetzt eine Tür in einen sogenannten Schrank oder Abstellraum. Der hat etwa 5 Quadratmeter. Da kann man natürlich einfach alles Spielzeug reinschmeißen. Super praktisch. Hier könnte man aber natürlich auch ein Kinderbad unterbringen. Dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, an der Stelle ein Fenster zu haben. So, wenn es eine reine Abstellfläche ist, reicht das natürlich. Und hier gibt es dann den Durchgang ins zweite Kinderzimmer. Wenn es ein Bad ist, ist natürlich sinnvoll, wenn da beide Zugang haben. Und das ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen 14 Quadratmeter groß, aber eben auch sehr, sehr schön. Hier haben wir nämlich jetzt mal das bodentiefe Element. Das ist etwa 70 cm breit. An der Stelle jetzt abschließbar. Ansonsten bräuchtet ihr natürlich entweder eine Brüstung oder so eine Glasabsturzsicherung, wie wir sie an den anderen Seiten im Obergeschoss auch sehen werden. Die zeige ich euch da nochmal. Und auch hier gibt es nochmal die 90 cm hohe Brüstung. Da sieht man eben, dass da sehr gut so ein Schreibtisch drunter passt. Was wir jetzt hier oben haben, ist die Zuluft für die Lüftungsheizung. Hier sind es jetzt mal zwei. Der Raum war ja ursprünglich ohne diesen Schrankraum geplant, dann wäre der wesentlich größer. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken, dass das dann immer alles passt. Und hier geht es jetzt wieder weiter auf die Galerie und gegenüber direkt ins große Bad. Das Familienbad liegt jetzt hier schräg gegenüber und ist etwa 14,5 Quadratmeter groß. Die Architektin sagte mir, sie hat es etwas größer geplant, weil sie hier gerne eine kleine Sauna drin gehabt hätte. Das würde man tatsächlich unterbringen an dieser Stelle. Dann würde die Wanne da hinten an die Wand rücken, wo jetzt die einprägsame Fischtapete dran ist. Und dann müsstet ihr natürlich da von dem Fenster nur das halbe Format nehmen, damit es da Platz hat. Das ist jetzt wieder die Breite von 2,08 Meter. Das Maß, das wir auch unten überall gesehen haben, macht natürlich Sinn, immer wiederkehrende Maße zu nehmen.
Im Bad kann man sich das auch überlegen, ob man es anders macht. Von der Belichtung würde das auch reichen mit der Hälfte. Und ihr seht schon, hier ist die Brüstung niedriger. Sonst haben wir im Obergeschoss umlaufend 90 cm. Hier sind es nur 80, weil das ein Rettungsfenster ist. Da muss die Brüstung etwas niedriger sein. Da müsste man aussteigen können im Zweifelsfall. Deshalb ist hier auch die Handkurbel, damit sich das bei Stromausfall auch öffnen lässt. So hat man das Ganze jetzt hier ausgenutzt mit einer großen freistehenden Wanne. Da müsste der Zulauf dann hier sein, damit es dann hier nicht bespritzt und zu knapp wird. Aber wie gesagt, das ließe sich alles wunderbar machen. Und gegliedert ist das Ganze jetzt nicht durch eine T-Wand, sondern durch so eine L-Wand. Das heißt, hier ist jetzt eine 90 cm breite Nische, wo das WC ganz schön drin verschwindet. Hier haben wir jetzt wieder diese 70 cm breite Bodentiefe oder fast bodentiefe Element. Ihr seht schon, dass das hier unten etwas höher ist. Das hängt jetzt damit zusammen, dass hier der Flachdachanschluss ist von diesem Anbau. Wenn ihr jetzt ohne diesen Anbau Kubus baut, kann hier auch ein wirklich bodentiefes Fenster rein. Und warum ich das jetzt aufmache, hier sieht man mal diese schöne Glasbrüstung, die da in die Fensterleibung eingelassen ist. Davor laufen dann noch die Jalousien, sodass das wirklich eine ganz schöne und saubere Lösung ist. Diese Wand ist 1,80 breit, das heißt, dahinter zeige ich euch gleich die Dusche. Hier vorne ist Platz für einen gut groß dimensionierten Doppelwaschtisch. Da dürften dann erfahrungsgemäß auch gerne auf beiden Seiten zwei Steckdosen sein. Und hier geht es jetzt in die Dusche, beziehungsweise es geht weiter in die Ankleide. Da sieht man dann schon die Problematik von diesen etwas breiteren Türen. Hier passt es genau. Da muss man natürlich dann darauf achten, dass die Tür da auch noch durchgeht. Und hier haben wir jetzt eine schöne große Dusche. Die ist jetzt auch 90 cm breit, dürfte auch gerne noch ein bisschen breiter sein für mein Gefühl, ist aber 1,60 tief, was wirklich super ist, denn dann kommt ihr vom Spritzschutz hier ganz ohne Glastüren, Gummilippen und sonstige doofe Sachen aus. Auch diese Nische dürfte dann vielleicht noch ein bisschen tiefer sein, dass man da auch ein bisschen mehr abstellen kann, aber schön ist, dass es da schon mal vorgesehen ist. Und hier geht es dann gleich weiter in die Ankleide. Die könnte man natürlich ein bisschen breiter machen, wenn man jetzt sagt, okay, keine Sauna im Bad, dann braucht man da nicht so viel Platz. Und dann wäre diese Ankleide auch zweizeilig nutzbar. Wir haben jetzt hier etwa 7 Quadratmeter, das ist ja schon mal ganz gut. Hier auch wirklich die Tiefe, wo der 60 cm tiefe Schrank hinpasst. Wenn natürlich das Fenster jetzt da so in der Ecke sitzt, kann man hier nicht zweizeilig agieren. Das müsstet ihr euch überlegen, ob ihr Tageslicht haben wollt in der Ankleide, ob ihr sie etwas breiter machen wollt und ein bisschen Fläche vom Bad wegnehmen. Das wäre sicher alles möglich. Vielleicht kommt ihr ja auch mit einer Schrankzeile hin. Hier geht es dann weiter. Auch hier gibt es nochmal eine Tür, die jetzt offen ist ins Schlafzimmer. Das ist immer eine sehr schöne Lösung, wenn man da durch die Ankleide ins Bad geht. Das Schlafzimmer hat jetzt noch etwa 15 Quadratmeter. Das ist vollkommen ausreichend, wenn man hier keinen Schrank und sonst nichts drinstehen hat. Auch hier hat man nochmal dieses bodentiefe oder fast bodentiefe Element, das eben 70 cm breit ist. Da kann man schon mal sehen, hat sich jemand überlegt, Lichtauslässe in der Wand oder in der Decke. Auch das müsstet ihr euch natürlich gut überlegen, wenn ihr so Hängelampen haben wollt, dass ihr die Lichtauslässe in der Decke habt. Hinter mir hat man jetzt nochmal dieses normale Standardelement, in Anführungsstrichen, die 2,8 Meter breit mit einer mittigen Teilung, 90 cm hohe Brüstung, sodass hier auch wirklich Privatsphäre gegeben ist. Und ich finde, ganz viel Gemütlichkeit und Wohnlichkeit bekommt dieses Zimmer auch durch diese etwas dunkler grau abgetönten Wände. Oben mit diesem weißen Streifen an der Decke entlang. Das schafft einfach ganz viel Ruhe und Gemütlichkeit in diesem Raum. Jetzt haben wir alle Räume in diesem modular aufgebauten Musterhaus gesehen. Und wenn ihr euch das selber vor Ort mal anschauen wollt, es steht im Deutschen Fertighauscenter Mannheim, direkt am Maimarktgelände, ist in der Regel geöffnet, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Und wenn ihr noch weitere Infos zum Haus haben wollt und euch die ganzen Grundrissvarianten mal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten einen Link in die Description gesetzt, in unsere Hausdatenbank. Da könnt ihr dann auch noch mal schauen. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.